ist euer Bierleidenschaft und herzlich willkommen. Hier habe ich jetzt wieder ein Bier dastehe und zwar das Premium Karlskrone Gold. Frisch, mild, Biergenuss. Ich zeig's euch mal. So sieht die Flasche aus. Und ich probiere mal heute mal, ob die heute uns schmeckt. Design kann man lassen. Sieht gut aus. Habe ich auch schon geilere Sachen gesehen, aber die ist okay. So, 4,9. Das frische Medi-Bier in Premium-Quali. Brauschweigen. So, aber ich sehe gerade die Zutaten leider nicht. Ich vermute mal, Gerstenmalz, Hopfe und so werden wahrscheinlich mit drin sein. Aber es keine Zutaten. Doch, hier ist Salzhämmer drin, Eiweißhämmer, ein Zuckerhämmer drin. Und ich glaube ich eher so ein bisschen süßelig. Ist eigentlich kein Reinheitsgebot dann mehr, wenn Zucker drin ist. Das habe ich jetzt auch schon gelernt. Machen wir mal Flasche auf. Man muss sie halt nur komischerweise hier aufdrehen. So. Und dann hier ist Glas und dann schenken wir das mal hier ein. So, oder? So, können wir noch ein bisschen mehr dazu machen. So. Ja, sieht aus wie ein Bier. Ganz klar. Durchsichtig. Farbe vermute ich jetzt mal Gold. Und sehen wir hier. Sieht auch nicht schlecht aus. Und ja. Gold. Steht da mal drauf. Dann mal Symbole. So schlecht schmeckt es gar nicht, wie das aussieht. Es ist eine Plastikflasche, aber es muss nicht immer davon ausgehen, dass es eine Plastikflasche schlecht schmeckt. Also, nee, das schmeckt gut. Hat eine kleine Süßlichkeit. Und zwar 0,5 Zuckerprozent, also 0,5, ganz minimal. Salz haben wir auch drin, 0,1. Fett soll auch inhalten, 0,5. Hier. Ah, Kamera. Egal. Gutes Bier. Ah,
an die Stelle. Und ja, das war's mit dem Biertest. Und ja, bis bald. Tschüss.